Zurück, bestätigen, raus hier, leave me alone. Ah, guck mal da, dann leveln wir hier auf. Ja, Rang erwerben, zurück bitte. Und hier, Tauschkörper, bam, erweitern, Rang erwerben, zurück. So, Garrus, was... Oh, hatten wir den so lange schon nicht mehr dabei. Dann nehmen wir den Betäubungsschuss. Eingefrorene Ziele haben wir äußerst selten. So, schnelleres Aufladen, finde ich gut, bin ich voll dafür. Und, Turianischer Rebell. Mehr Präzisionsgewehrschaden, Rang erwerben, zurück, bestätigen, Attacke, Bonanza. Yes. Cerberus hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alles klar. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Oh mein Gott. Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie Sato. Befindet sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt, sonst ist niemand mehr übrig. Sie wollen sich in unser System hacken, um die Operationsprotokolle der Allianz zu kriegen. Jo, alles klar. Ich verfolge ihre Aktivitäten, aber sie werden mich früher oder später aufspüren. Oh mein Gott. Halten Sie durch, wir sind bald da. Aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ja, dann ich kümmere los. Mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. Schüssikowski, mach's gut. Bis die Tage. Stevie! Stevie, mal wieder rasiert, ja? Oh, da ist aber nett. Da ist aber nett. Das sind diese Schüsseln hier, um die es ging. Die sind wichtig. Auch war unbedingt ganz wichtig. Ah, das ist eine Multiplayer-Map. Das Sie ist ja eine Multiplayer. Singularity! Wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Sie Entdeckung! Die Kontrolle über drei Grenzzugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere Ihren Navipunkt mit der Position des Terminals. Oh. Ah, ja, das ist, weil diese Sato mit dazwischen quatscht. Moment, Moment. Just wait a moment. Singularity! So, Kollegen, Waffen! Zieh dich, Alter, zieh dich. Oh, geschützt, 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 geschützt! Boah. Bam! Also, langsam wäre ich warm, merkt ihr das? Gerade mal hier so, wo sind wir mittlerweile? Folge 80 oder so? Komm her! Waffen! Ja, Jacqueline läuft zur Hochform. Zur Höchstform auf. So, okay, was soll ich jetzt genau hier. Was. Ey! Hör auf, Mann! Boah! Alter, Alter, Waffen. was soll ich tun? Cerberus Hackergerät. Was ist damit? Das sollen wir deaktivieren? Soll ich das in die Luft sprengen oder was? Einfach nur draufdrücken. Alles klar. Deaktivieren. Klick. Gut, habe ich deaktiviert. Dauert noch. Moment, gleich. Jetzt. Jetzt ist fertig. Ach, hi. Ja? Oh, hi. Servus. Oh, 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 oh. Nochmal Singularity. Haha, Waffen. Bam! Aha. Komm her, Singularity und Waffen. Daneben, komm her. Get down. Okay, ich werde dann soweit. Moment, wo muss ich hin? Ah, hier nochmal Singularity, Waffen. Schutzkowski. Wo sind eigentlich meine Gruppenmitglieder? Schon dabei, hat's gemeint. Alles klar, wehe nicht. Dann wäre ich aber sauer. So. Alles klar, ja. Sind sie da. Jetzt, wo ich fertig bin. Toll, echt ne, super. Wo war's denn jetzt? Hier, Hackergerät. Cerberus-Technologie, bergen damit. Falsch. Hier. Hier ist das Hackergerät. Oh, eine Granate. Wo kommt die denn her? Hallo, könnt ihr zweimal bitte Kontenance jetzt? Was ist mit ihm da oben? Komm, Singularity. Moment, nein, falscher Knopf. I'm so sorry. Aber jetzt. Ach, Mist. Ärger Ding doch nicht. Aber jetzt. So, pass auf. Nein, was machst du denn? So. Klick, 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 klick. Schneller, schneller. Was, 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 was? Singularity! Waffen! Genau. Wow. Oh, der hält aber was aus, du. Nochmal. In your face. So, jetzt aber. Klick.
Schneller, schneller, schneller! Nein! Oh, dammit! So, wer war das? Was soll der Mist? Ah, vielleicht sollten wir... Moment, ich probier's mal so. Ah, ich höre schon wieder was. Von rechts kommt was, von rechts kommt was. Beeil dich, beeil dich. Jacqueline, Jacqueline! Haha, so. Miss Sato, kommen. Miss Sato, sind Sie da? Sato, was geht ab, Mann? Glaubt, es ist ihr Tod, wenn sie die Funkstille bricht. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden, Sie sind draußen. Jetzt reiß dich mal zusammen. Wenn Sie jetzt aufgeben, sterben Tausende. Sagen Sie mir, was ich wissen muss. Ja, Commander. Aktualisiere Ihren Navipunkt mit der letzten Position. Sehr schön. Aber wenn Sie es schaffen, bitte beeilen Sie sich. Commander, ich glaube, ich kann Sie rausholen. Dann los. Okay, ja, zum nächsten... Ja, okay, jetzt sollen wir... kann die mal einer runterholen da von dem Ross? Komm her, du. Waffen! Da! Okay, so, wir stürmen nach vorne, wir stürmen nach vorne, wir stürmen nach vorne! Hör auf! Okay, so, jetzt geht's... Servus! Waffen! Geh drauf! So, jetzt pass auf, ich komm dir hoch! Singularity! Waffen! Warum hüpft die da immer raus? Was bist du für eine doofe Frau, ey? Was? Komm mal her. Was geht denn jetzt? Hier. Ey, hör auf mit dem Mist. Voll der Scheiß. Grund der Nonze, bitte. So. Hallo. Hab ich noch Teammitglieder oder wie ist das? Hallo? Ja, und? Kommt ihr oder? Was macht ihr da? Da unten ist doch niemand. Wir müssen hier hoch. Hallo. Hier, guck mal da, die Braut. Die macht uns Ärger. Da müssen wir mal dran arbeiten. Komm mal her, du jetzt. So. Schon platt? Wow, 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 drauf! Drauf! So, wo haben wir noch jemanden? Ah, da versteckt sich doch was. Komm mal, du raus da. Hallo. Aha, schon wieder so eine Frau. Die glaub's ja nicht. Hau ab jetzt. So. Ich bräuchte ich Deckung. Warum kann ich meine Teammitglieder hier nicht mehr befehligen? Hallo, was ist... Ach, na komm, was soll's. Wir klingen einfach mal drauf und hoffen das Beste. Idi, komm, streng dich an. Halt ihn auf Distanz. Haben wir schon? Commander, Sie kriegen die Türen gleich auf. Ach, ey. Gebe ihr Deckung, Commander. Gelände gesichert. Hole Miss Sato ab und fliege dann zurück zum Rendezvous-Punkt. Gute Arbeit, Lieutenant. Yeah. Wir haben es geschafft, glaube ich, vielleicht. Wahrscheinlich. Wir haben es, denke ich. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Yeah. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es, Miss Sato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie lässt sich von dem Cerberus-Angriff nicht abschrecken. Gnade, gute Arbeit. Die Sato. Ja, das ging ja ratzfatz, du. Ratzfatz, so, wie sieht's denn jetzt hier? Kriegsterminal, was ist denn hier geboten? Okay. Bereitschaftswertung 50% haben wir. Das liegt daran, dass ich den Multiplayer schon seit längerem nicht mehr gezockt habe. Ja, stellt sich die Frage, was nun tun? Schauen wir nochmal zu unserer Bordärztin, zu unserer Schiffsärztin. Du hast heute keinen Text auf, die Lippen? Ja? Kommentarlos? Commander, alles klar. Bossis. Dr. Chatworth lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Gut, wenn das so ist. Crewdeck, glaube ich, war das, gell? Dann gehen wir doch nochmal runter. Fragen wir nochmal die Chatworth, was... Ey, was bist du für eine? Hallo, kann ich mit dir reden? Ey, komm mal her. Hallo, Kollege. Was geht ab? Komm mal her. Bam. Das alles? Hä? Das war's? Wer ist er denn? Stevie, bist du's? Nee. Na gut. Ja, dann. Chuck was? Shepard, wissen Sie noch? Wir wollten jedes Jahr eine Flasche Cerise Ice Brandy öffnen. Und diesmal zahle ich. Aber das ist noch kein Jahr her. Schon, aber in ein paar Monaten werden wir keine Gelegenheit mehr dazu haben. Ach. Also entschuldigen Sie bitte meine Ungeduld.
Sparen wir ihn für den Sieg auf. Nö, komm. Sie holen Gläser, ich öffne die Flasche. Muss die Weste feiern, wie sie fallen. Und Jeff sagt, Jack, Jacqueline, Subject Zero. Tut mir leid, für mich heißt es Ma'am. Ich stehe auf Ränge. Ach, Shepard, mir fällt gerade auf, Sie haben mich noch nie beim Vornamen genannt. Sie mich aber auch nicht. Werd ich auch nicht. Sie sind Commander Shepard. Alles klar. Herrin der Citadel. Vernichterin der Kollektoren. Ja. Retterin der Galaxie. Und Sternhagel voll. Vornamen zu benutzen, wäre respektlos gegenüber allen, für die Sie je gekämpft haben. Ist ja geil. Das ergibt keinen Sinn. Dann ist es eben das Vorrecht einer Dame.